Ich würde gerne 20 an normal würfeln. Ja. 11. Viel besser. Machst du die 10 Punkte. Hm. Der grüne Mond. Es ist wichtig, Eminenz. Ich könnte euch einige Teile aus den Delfin-Manuskripten zeigen. Sie sind aber unvollständig. Datum und Autor sind unbekannt. Aber dort habe ich schon einmal von diesen Phänomenen gehört. Alles, was ihr mir geben könnt, ist hilfreich. Nun, das ist das 9. Zeitalter. Das wird wahrlich... Auf der anderen Küste könntet ihr vielleicht noch mehr Glück haben, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr diese Zeit nicht haben werdet. Kommt einmal mit in die Archive. Ich würde ihm folgen, stehenden Fußes. Ja, er fängt an zu suchen und zu wühlen und nach grob 30 Minuten hält er dir eine zerbröckelnde Papyrusrolle hin, die wohl in Delfinhaut geritzt worden ist. Ich würde die ganz vorsichtig aufrollen und gucken, welche Zeichen dort zu finden sind. Es ist Sprache. Es ist tatsächlich wohl Kusliker Zeichen, Tulamidisch geschrieben. Okay, das krieg ich hin. Es war die Zeit des Namenlosen. Da brachen hervor aus der tiefen Shamashtu, lang wie ein Fluss, die Fürstin aller Seeschlangen und Bahamut, groß wie ein Hügel, Fürst aller Seeschlangen, Fürst aller Seeungeheuer. Und wären ihnen nicht entgegengetreten der alte Gott Effert und sein Sohn Svafnir. An der Stelle ist wohl der Rest vergilbt und abgebrochen, zumindest von dieser Fischhaut. Du kannst allerdings noch etwas weiter unten lesen, wohl einen anderen Teil. Die Götter Effert, Nominoru und Charybda wurden unter mancherlei Namen verehrt und blickten gnädig auf ihre Völker Lamarias hinab, die sich weit über Dere verbreiteten. Man fürchtete hingegen den sengenden Sonnengott und die bedrohlichen Göttinnen und Götter von Land, Humus und Trockenheit. In den verschiedensten Ozeanen der Welt wurden Siedlungen wie Mi'ikuon, Vajat und legendäre 33 Städte der inneren See gegründet, die heute noch existieren sollen. Leibhaftige Kinder der Götter sollen in Gestalt riesiger Fische die Meere durchzogen und die 8 größten Metropolen jener Zeit mit sich getragen haben, die aus Muscheln, Korallen oder Gebeinen bestanden. Doch dann kam der grüne Mond. Das ist wahrlich nicht viel, was wir haben. Die Delfin-Manuskripte sind über ganz Aventurien verteilt. Bisher wurden sie noch nicht so zusammengetragen. Hat sich noch nie jemand die Mühe gemacht, kein Effort geweiht, die zusammenzutragen? Ist doch heilige Schriften, oder? Schaut doch einmal hier oben. Der Sonnengott und die bedrohlichen Göttinnen und Götter von Land, Humus und Trockenheit. Was glaubt ihr, wer das ist? Was glaubt ihr, was passieren würde, wenn ein Preios-Geweihter hier hinunterstolpern würde, auch wenn es ein Hesinde-Tempel ist? Ich dachte eher an die Effort-Geweihten, aber... Ist es doch ein heiliges Manuskript ihrer Kirche? Tja, die heilige Schrift der Effort-Kirche, das stimmt wohl. Aber unstet, wie die Effort-Geweihten sind, haben sie es bisher noch nicht zusammengetragen. Ich weiß, dass es überall in all den Küstenstädten gibt es, wie gesagt, Fragmente von ihnen, aber das ist mühselig. Sagt einmal, ihr sagtet, die Heimamudin hätten eventuell noch weitere Informationen. Wo kann ich diese finden? Oder gibt draußen auf den Straßen. In den schmutzigsten Gassen findet man sie. Vor allem in den schmutzigsten. Dort, wo die meisten bettelnden Kinder nun genug geklaut haben und dann mit fetten Wänsten ihr Brot vom Händler herunterschlingen. Ich hatte es befürchtet, in schmutzige Gassen. Verdammt. Ich weiß nicht, wie viel ihr auf die Geschichten von ihnen geben könnt, aber vor allem meine Vorgänger haben eine ganze Menge auf sie gehalten. Wenn sie dann von den Weisen der Tiefe berichteten, ein Volk von intelligenten Kraken und dergleichen mehr.
steckt immer ein Körnchen Wahrheit in diesen alten Geschichten. Man muss sie nur zusammensammeln, diese Brosamen. Ja, sagt er was. Sagt einmal, hier nebenan ist doch auch ein Hort der Drakoniter, nicht wahr? Könnten Sie eventuell noch alte Fundstücke besitzen, alte Schriften? Die Drakoniter? Nun, ich gehe mal davon aus, dass die eher dann Schriften zum Kampf bei sich führen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Nun, es gibt doch ein Hort der Esen, nicht wahr? Nun ja, also das meiste werdet ihr hier unten in der Bibliothek finden, aber grüner Mond ist dazu tatsächlich schon sehr spezifisch. Nun, ich werde zumindest mit Ihnen sprechen. Vielleicht können Sie mir einen Hinweis liefern nach weiteren Brosamen. Wie gesagt, es ist wichtig. Nun, dann hoffe ich, dass ihr dort mehr findet. Vielleicht können sie euch tatsächlich helfen. Ja, vielen Dank. Gerne, gerne. Ich würde mal zurückgehen und dann, wenn ich oben im Tempel angekommen bin, 10 Maravedis in den Opferstock werfen. Und mich dann aufmachen zum Erzhort. Der wird wahrscheinlich irgendwo in der Nähe sein, gehe ich von aus. Ich sehe ihn zwar auf der Karte, aber als Spieler weiß ich es nicht. Genau, weil du noch nicht da warst. Genau. Derweil irgendwo beim der Herberge zum tanzenden Kamel. Ihr blickt auf den Brief, den Serpentilio bekommen hat, der aber an Zulamin adressiert war. Irgendwo hier muss das Haus oder die Herberge irgendwas von Canisitiana sein. Nun, ich muss sagen, Capitania. Hier steht einfach nur Kamel. Ohne Haar. Nun, das hatte ich auch nicht erwartet. Ich denke, mit den Haars wird es etwas anderes auf sich haben. Aber wie finden wir nun seine genaue Unterkunft? Wir gehen einfach hinein und fragen nach ihm. Schließlich wird doch wohl der Betreiber seine Gäste kennen. Und wenn er keinen Nandurion kennt, dann er wohl doch hoffentlich zumindest einen älteren, leicht verehrten Mann. Ich denke, er wohnt in einem der umliegenden Häuser, aber ich glaube, die Herberge ist trotzdem die beste Anlaufstelle. Warte kurz. Frage ins Forum. Er hat uns doch gesagt, wo er lebt. Neben dem tanzenden Kamel, genau. Oh, neben dem. Wir gehen trotzdem zum tanzenden Kamel und fragen einfach mal. Genau, das hat der Zulamin ja eben auch. Ja, genau. Ja, ihr könnt euch kurz mit dem Wirt unterhalten. Der wird allerdings auch direkt wissen, wen ihr meint. Er spricht von dem Librarius. Der hat direkt nebenan auf der rechten Seite ein kleines Häuschen gemietet. Er beschreibt ihn als unglaublich schrullig, einen Gelehrten, wie er im Buche steht, beziehungsweise er bezeichnet ihn als eben den Librarius. Das ist ein ziemlich ungepflegtes Bürgerhaus. Das hat auch wohl wenig Wert auf das Äußere gelegt. So dass das dann auch relativ günstig zu erstehen war. Und wird euch dann an die Tür nebenan verweisen. Ja, das klingt dann so richtig. Wir bedanken uns und geben ihm sein Geld, das er zweifelsohne erwartet, und gehen. Ja. Ihr könnt nebenan die kleine Treppe nach oben gehen und euch fällt direkt auf, dass die Tür offen steht. Sie ist zwar rangezogen, aber es ist kein Riegel vorgelegt und sie ist auch nicht richtig im Schloss drin. Es gefällt mir nicht, Capitania, aber ich fürchte doch beinahe, dass eure Vermutung recht haben könnte und er fliehen musste. Gibt es irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, die wir treffen sollten, bevor wir hineingehen? Wenn es magische Fallen gibt, sind sie vermutlich bereits ausgelöst worden. Ja, gut, ihr möchtet vielleicht mit der Hand am Schwertgriff vorgehen? Oder für den Fall, dass jemand hier auf ihn wartet? Ja, Zulamin zieht mal den Säbel. Oder besser gesagt beide. Und schiebt die Tür so von der Seite ein bisschen weiter auf, sodass man den Raum sehen kann. Hier kommt ein Geruch entgegen. Staub und alte Bücher. Sie schnuppert. Immerhin riecht es nicht nach einer Leiche.
Aber ihr sagtet ja auch, dass er woanders sein muss. Ja, sie achtet darauf, wo sie hintritt und geht nach drinnen. Mhm. Es war wohl schon mal jemand hier. Staub ist nicht so sehr viel da, aber die Bücher, zwei, drei liegen mitten auf dem Boden, als hätte man irgendwas gesucht und ist dann wieder von dann gezogen. Es sieht aber nicht so aus, als wäre etwas gestohlen worden. Es ist eine unglaublich riesige Bibliothek, die sich innerhalb dieses winzigen Gebäudes aufhält. Sie ist halt nicht chaotisch groß, aber alles ist vollgestellt mit Regalen und mit Büchern aus aller Herren Länder. Poetik, Reiseberichte, Sagen, Fabeln, wissenschaftliche Abhandlungen und Tagebücher. Vor allem von anderen Leuten. Ich frage mich immer noch, woher der Mann das ganze Geld hat. Er scheint jedenfalls immer noch eine Schwäche für Tagebücher zu haben. Deutet auf einen dieser Stapel. Ich überprüfe die auf Anzeichen von Verzehr. Ja, sehr gut. Nein, findest du nicht. Sie sind zwar durchgeblättert und abgegriffen, aber sie sind nicht gegessen. Ich schau mal, von was für Leuten die neuen Tagebücher sind. Vor allem von Händlern. Also, das, was man kriegt. Das sind so einfache Tagebücher von irgendwelchen Händlern oder von in Anführungsstrichen Helden, die da wohl mal Tagebuch geführt haben, die dann nicht weiter Held sein wollten oder gestorben sind. Und dann hat man das irgendwie auf einem Ramsch oder so, auf einem Ramsch-Tisch hat man das dann gefunden und dann für wenig Geld dann so ein Dutzend Tagebücher bekommen. Irgendwie sowas wird sein, völlig ohne Zusammenhang. Na, da waren die unserer Mithelden sicher interessanter. Ich schaue mich mal um, ob es vielleicht irgendwelche Verstecke gibt. Also vielleicht hatte Canicetiana irgendwo ein Geheimfach oder so. Also wenn du dich im ersten Raum, was eigentlich mal der Flur gewesen sein müsste, umguckst, nein, du kannst ein bisschen abklopfen, auch die Bücherregale, wenn du so ein bisschen mal die Stapel beiseite schiebst, aber in diesem Raum nicht. Es gibt aber wohl noch weitere, die dann davon abzweigen. Und wenn du dann die nächste Tür aufschiebst, kannst du da dann auch durch das dämmerige Fenster erkennen, wie hier keine Bücher liegen, sondern Skelette. Du siehst, das muss eine sehr alte Schildkröte gewesen sein. Allein von der Größe und dieser Verknöcherung mindestens 100 Jahre, vielleicht 120. Da müsste man aber nochmal vielleicht einen Effort-Geweihten fragen oder einen Tieranatom, aber die hat mindestens 120, ja, also 100 bis 120 Jahre gesehen. Du kannst einen Papageien erkennen, die werden ja auch sehr alt. Und ein Zwergenschädel, der hier auch liegt. Ein präpariertes Krokodil, was wohl auf dem Boden liegt, da links von dir. Das scheint wohl also so eher diese anatomische Richtung zu sein. Mit Tierknochen kommt ihr klar, oder? Ja, es kommt schon. Steht in der Tür und dreht sich. Schildkröte, Papagei, Krokodil, aber oh, das hier sieht doch nicht nach Tier aus. Nun, sind sie denn noch im Tier drin? Es sind Skelette. Aber ach, seht es euch selbst an. Der Metito steht hier in der Tür und linst so mit dem halben Sichtfeld rein, guckt sich das kurz. Ja, Kapitän, ja, die sind tot. Ich weise euch darauf hin, dass das alles Tiere sind, die recht alt werden. Ich meinte nur, weil ihr hinter Ronaria her wart. Habt ihr einen Sack mitgebracht? Nein. Nun, sparen wir uns das für später auf. Nun, ich glaube jedenfalls... Allerdings eine sehr geistreiche Beobachtung. Ich gebe zu, ich hätte etwas länger gebraucht, um drauf zu kommen. Danke. Gib mir mal eine Sinnesschärfeprobe. Beide oder nur zu damit? Beide. Mal wieder meine Parade-Talente.
Ja, während du dich umlegst in dem Raum, findest du wohl noch wesentlich interessantere Dinge. Zulamin hatte da wohl eher auf die Skelette geachtet. Richtig, das wär nicht meine Idee gewesen. Erstmal nach Dingen zu suchen, die nur dem Fachmann aus dem Nachher herausstechen. Genau, also für dich, also dein Blick fällt erstmal auf die kleine Hausapotheke, beziehungsweise so klein ist sie gar nicht. Die hat wohl ein halbes Vermögen gekostet, und zwar genau das andere, was die anderen Bücher gekostet haben. Du schaust da rein, ein paar Salben, Tinkturen, Tiegelchen und Töpfe, die selbst zusammengerührt worden sind oder aber gekauft worden sind. Das sind Arzneien. Also du würdest vermuten, so wie das hier zusammengestellt ist, gibt das 3W6 plus 10 Lebenspunkte. Seltsam. Haben die irgendwas gemeinsam? Sind die irgendwie besonders? Haben die Nebenwirkungen? Du darfst mal eine Alchemieprobe würfeln. Alchemie sogar, das ist ja großzügig. Ja, und währenddessen kann Zulamin auf ein... Zählt Heilkunde? Also Alchemie? Lass ich zu. Zulamin kann währenddessen auf ein Buch zutreten, was wieder wohl ein unscheinbares Tagebuch ist, dieses Mal aber selbst vom Librarius bzw. Kanesetianer Nandurion. Du kannst... Er hat zwar immer Tagebücher gelesen und auch gegessen, aber ein eigenes von ihm hast du nicht gesehen. Wenn du auf die letzte Seite blickst, kannst du sehen, du überfliegst es kurz, Rückenschmerzen, schwindelnde Sicht, Kraftlosigkeit, Schlaflosigkeit, Albträume, unter denen er wohl leidet. Das ist eine Premiere. Ein Tagebuch von Kanizitiana selbst. Bitivino? Was schreibt er? In erster Linie, wie schlecht es ihm geht. Ja, vermutlich Nebenwirkungen seines... Ihr wisst schon was. Aber der sieht sich über die linke Schulter, über die rechte Schulter um, macht dann das Fenster zu. Jeder wisst schon was. Er hat einige... Vermutlich war er vorher gegen die Auswirkungen des Alters abgeschirmt und ist es jetzt nicht mehr. Ich würde zumindest das Tagebuch mitnehmen. Vielleicht gibt es uns Aufschluss darüber, wohin er verschwunden ist. Aber seht, es gibt auch eine Kellertreppe. Ja, was ich euch sagen kann, ist, wer auch immer hier gewühlt hat, hatte offensichtlich kein kundiges Auge. Oder nach etwas gesucht, das anders ist als das, wonach wir suchen. Wie dem auch sein mag. Nun, diese Tierskelette gehen zwar in die richtige Richtung, aber ich glaube nicht, dass sie das sind, weswegen wir hierher gebeten wurden. Also ist das, worum es geht, möglicherweise nicht mehr hier. Aber, wie gesagt, lasst uns noch einen Blick in den Keller werfen. Auf jeden Fall. Ja, wenn ihr nach unten in den Keller geht, vorbei an den entweder Bücherresten oder aber den Skeletten, schiebt ihr so ein bisschen nach links, nach rechts, könnt ihr dann die Stiege nach unten kommen. Das ist erstmal ein Vorratskeller. Der sieht tatsächlich geplündert aus. Ihr könnt da auf dem Boden eine angebissene Wurst sehen. Da hat sich also wohl jemand bedient. Der war keine Ratte. Wäre ziemlich behindy, wenn das einfach nur ein Gelegenheitsanbruch wäre, um dem jetzt hier gerade den Kopf zu brechen. Das kann sogar sein, ja. Also, dass jetzt hier die örtliche Bevölkerung von Kontium, irgendjemand, hat hier wohl gewildert. Nur für die Bücher oder so hat er sich nicht interessiert. Geld oder so habt ihr nicht gesehen. Irgendwelche Säckelchen oder so, das waren alles wirklich in Anführungsstrichen wertlos. Also Bücher, irgendwelche Salben, von denen der Normalo nicht weiß, was das ist. Wenn ihr aber hinter dem Vorratskeller einen weiteren Kellerraum aufstößt, dann könnt ihr sehen, Särge. Die stapeln sich so dicht, dass hier ein Durchkommen nur mit Mühe möglich ist. Aber das sind Särge. Ich dachte nicht, dass das mit den Leichen im Keller in seinem Fall so wörtlich zu verstehen wäre. Okay. Ja, okay. Yeah, ihr könnt hier warten. Ich werde mal einen Deckel anheben. Warum müssen es immer Leichen sein? Warum hätte es nicht eine Sammlung voll Giffinge sein können, die in kleine bunte Tierchen gefangen sind? Wäre das zu viel verlangt gewesen? Und vielleicht sind das nur Särge. Das würde es besser machen. Und ja, Zulamin versucht,
einen der oben aufliegenden Särge zu öffnen. Da sind nicht außen irgendwelche Namensschilder drauf, oder? Doch, auf Urtolemidisch. Ha, auf Urtolemidisch. Na dann, wollen wir mal lesen. Das ist ein Kofter. Und wenn Zulamin einmal aufstemmt mit einem Säbel, also es ist... Wait. Wenn wollen wir das noch aufstemmen? Denn ich habe Angst, dass der wieder aufsteht. Okay. Aber Zulamin stemmt, so, das ist deine Entscheidung. Also Zulamin wollte das tun und sieht dann, naja, die Kartusche und hält dann inne. Das ist eine Kopter-Kartusche. In der letzte, den wir kennengelernt haben, war jetzt nicht unbedingt der Inbegriff von Kooperativität. Nein, das kann man so nicht sagen. Sehen denn auch die Särge so alt aus, dass das hinkommt? Oder aus was sind die? Von bis. Also die Särge sind häufig südaventurische Exemplare, also nichts aus dem Norden. Aber das kann durchaus sein, dass das jetzt Kopta-Särge sind, ja. Original seit 1000 Jahren hier vergraben. Das wohl nicht. Vor allem auch nicht so sehr viele übereinander gestapelt, aber vielleicht hat er da irgendjemanden bezahlt, der dann aus Gräbern sowas herbeibringt. Wie ist der da rangekommen? Ich nehme an, Grabräuber. Die er sehr gut bezahlt haben muss, denn in das Grab eines Kopter einzubrechen ist. Ja. Ich würde eher davon ausgehen, dass sie einfach nicht genau wussten, wofür sie da bezahlt werden. Dann wären sie tot. Ich schlage vor, wir zeichnen uns einmal die Kartuschen ab. Vielleicht bringt das etwas Licht ins Dunkel. Oh, zweifelsohne. Ja, ihr könnt euch verschiedene Namen notieren, Kartuschen übersetzen und dann ebenso eine Abschrift versehen. Das wird vielleicht auch für Abelmir vielleicht von einigem Interesse sein. Und wenn ihr euch dann nach und nach, ohne einen der Sarkophage oder Särge zu öffnen, wieder nach und nach oben aufmacht, noch einmal stöbernd mit eurem Blick durch den Rest des Hauses geht, kann Zulamin auf dem Schlafzimmer oder im Schlafzimmer auf dem Nachtschrank noch ein weiteres Buch finden, ganz oben aufgeschlagen. Ah, das ist ein Name, der so ähnlich unten schon einmal aufgetaucht ist. Oh, ich glaube, er hat die passende Literatur gleich hier. Überwinder des Todes, Meister des ewigen Lebens, Dunjaban der Ewige, Sultan von Talusa. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. In was hat der Mann uns jetzt wieder reingeritten? Nun, damit haben wir zumindest eine Richtung. Ich stecke dieses Buch mal ein, ja? Ja. Vielleicht möchte die Ewigen unseren anderen Toten befragen. Vielleicht kennen die sich ja. Vielleicht auch nicht. Den kann ich sehr gut verzichten. Aber ja, wenn es uns weiterbringt. Gut, dann lasst uns mit den anderen sprechen und entscheiden, ob wir wegen der Sage noch einmal wiederkommen. Aber auch, wir sollten einen Sack nehmen und mehrere Säcke und säuberlich die Skelette einsacken. Wenn ich mich recht erinnere, ist es eigentlich empfohlen, mein alten Exemplar in die einzelnen Knochen ein Tuch einzuwickeln. Ich bin nicht sicher, ob wir den Luxus dieser Zeit noch haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Polbera sie einfach mal einen Fingerschnippen hier herausmarschieren lassen würde, aber wir sind nicht Polbera. Ihr seid kein Nekromant, ich weiß. Lasst mich vielleicht noch einen Blick in die Kleidertruhe werfen. Vielleicht gibt uns das ein wenig einen Hinweis, wie viel Zeit er noch zum Packen hatte. Du findest eine relativ neue Robe im Grün der Nandoriaten. Samt der Heraldik. Naja, muss nichts heißen. Sind die Geweihte oder ist das der Irleinorden? Das ist das Geweihten-Symbol. Nun,
Vielleicht ist er geweihter geworden, vielleicht gibt er sich auch nur als einer aus. Aber er hat diese schöne neue Robe jedenfalls nicht mitgenommen. Also nehme ich einmal an, dass er es eilig hatte. Eine vernünftige Annahme. Oh, nun. Wir sollten sie mitnehmen, falls wir ihn treffen. Lamin zuckt die Achseln und lässt sich die Robe mitnehmen. So brecht ihr wieder auf zu eurem Schiff.